Im 12. Jahrhundert entdeckten die Menschen im Mittelgebirge zwischen Sachsen und Böhmen reiche Erzvorkommen, denen das Erzgebirge seinen Namen verdankt. Es war der Beginn einer tiefgreifenden und nachhaltigen Entwicklung der gesamten grenzübergreifenden Region. Kennzeichnend für die Montanregion Erzgebirge Krušnohorský ist das Zusammenspiel dreier Merkmale. Mit Silber, Zinn, Kupfer, Kobalt bis zum Uran oder auch der Steinkohle verfügt das Erzgebirge über eine außergewöhnliche Vielfalt an Rohstoffen auf einem relativ kleinen geografischen Raum. Über 800 Jahre, vom 12. Jahrhundert bis in die Gegenwart, haben die Menschen im Erzgebirge diese Rohstoffe im Bergbau gewonnen und weiterverarbeitet. Der Bergbau und das Hüttenwesen hinterließen einen reichen Bestand an Denkmalen. Original erhaltene historische Sachzeugen wie Schachtanlagen, Hüttenkomplexe, Pingen- und Haldenzüge und Bergsiedlungen bezeugen das gesamte Spektrum der bergbaulichen Aktivitäten in der Region, ebenso wie die damit verbundenen sozialen und kulturellen Aspekte. 22 Bestandteile wurden ausgewählt, die sich entsprechend der räumlichen Verbreitung der Lagerstätten über das gesamte Erzgebirge verteilen. Die Bestandteile spiegeln diese Merkmale wider und dokumentieren so den außergewöhnlichen universellen Wert der Montanregion Erzgebirge Krušnohorský. Das Montanwesen hat in der Landschaft des Erzgebirges übertägig weithin sichtbare Spuren hinterlassen. Die Bergbaulandschaften zeugen von der Gewinnung und Verarbeitung der Rohstoffe und belegen die Technologien der verschiedenen Bergbauperioden. So wird der frühe mittelalterliche Bergbau insbesondere durch Pingen- und Haldenlandschaften dokumentiert. Charakteristisch für die jüngeren Bergbaulandschaften sind dagegen Haldenlandschaften mit vielfach erhaltenen, übertägigen bergbaulichen Anlagen. Der Uranbergbau der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat schließlich die Bergbaulandschaft im großen Maßstab geprägt. Hiervon zeugen bis heute sanierte Großhalden und die original erhaltenen Terrakonikhalden. Die ausgewählten Stollen, Grubenbaue und Radstuben vermitteln einen Einblick in die Abbauverfahren und weitläufigen Dimensionen des untertägigen Bergbaus. Die Bergbauinfrastruktur wurde über Jahrhunderte durch die Nutzung der Wasserkraft bestimmt. Kunstteiche, Kunstgräben und Röschen dienten der Wasserversorgung sowie dem Antrieb der zahlreichen technischen Anlagen des Bergbau- und Hüttenwesens. Wasserlösestollen sorgten für die Entwässerung der Gruben. Kanäle und Kahnhebehäuser dienten dem Transport von Erz und Holz. Noch heute wird die Landschaft durch diese bergmännischen Wasserwirtschaftssysteme sowohl über Tage als auch unter Tage geprägt. Die in den Schachtanlagen geförderten Erze wurden vor Ort aufbereitet und in den Hüttenkomplexen der Region weiterverarbeitet. Viele der erhaltenen montanen Produktionsstätten gehören zu den ältesten baulichen und technischen Anlagen ihrer Art und dokumentieren bis heute den prägenden Einfluss des Bergbaus auf die Region. Die Entwicklung des Montanwesens führte zur Entstehung zahlreicher Bergsiedlungen und Bergstädte, welche die wirtschaftlichen, sozialen, administrativen und kulturellen Aspekte des Bergbaus widerspiegeln. Die regelmäßige Anordnung der Gebäude, wie hier in Marienberg, weist auf die planmäßige Anlage vieler Bergstädte hin. Es entstanden architektonisch und kunsthistorisch wertvolle Profan- und Sakralbauten. Zu den bemerkenswerten sakralen Bauwerken gehören die großen Hallenkirchen des Erzgebirges mit ihren Kunstschätzen. Die Finanzierung dieser Bauwerke erfolgte vorwiegend durch die Erträge des Montanwesens.
Seit dem 15. Jahrhundert belegen die Bergämter die Herausbildung der administrativen Strukturen innerhalb des Montanwesens. Mit dem Uranerzbergbau kam es nach dem Zweiten Weltkrieg zum nochmaligen Ausbau zahlreicher Bergbausiedlungen und ihrer sozialen Strukturen. Diese umfassten alle für die Versorgung der Bergleute notwendigen Einrichtungen. Das Montanwesen war nicht nur prägendes Motiv an der Architektur, Kunst und Kultur der Bergstädte, sondern hat darüber hinaus das künstlerische, literarische und musikalische Schaffen der Menschen erheblich beeinflusst und eine Vielzahl an Traditionen hervorgebracht, die bis heute gepflegt werden. Volkskunst und Handwerk gehören zum weithin bekannten Brauchtum des Erzgebirges. Das einzige erhaltene Reifendrehwerk in Seifen dokumentiert die aus dem Bergbau hervorgegangene weltweit bekannte Holzschnitzkunst der Region. Daneben entwickelten sich aus dem Montanwesen heraus Bergbaufolgeindustrien. Einige dieser neuen Industrien nutzen die vom Montanwesen zur Verfügung gestellten Rohstoffe. Andere Industriezweige wurden neu angesiedelt. Namhafter Vertreter dieser Entwicklung ist bis heute die Glashütter Uhrenindustrie. Darüber hinaus haben das Wissen der Berg- und Hüttenleute um die Technologien sowie die im Erzgebirge gemachten Entdeckungen wesentlich zur Entstehung der Montan- und Geowissenschaften weltweit beigetragen. Die älteste bestehende Montanhochschule der Welt befindet sich in Freiberg. Ohne dieses Wissen hätte es Erfindungen wie zum Beispiel das Meißner Porzellan nicht gegeben. Neben Bildung und Wissenschaft besaß das Montanwesen großen Einfluss auf die Landespolitik und die Bauprojekte der Landesherren. Erst die Einnahmen aus dem erzgebirgischen Bergbau ermöglichten den Aufstieg Dresdens zur prächtigen barocken Residenzstadt mit zahlreichen Kunstschätzen. Bestandteile repräsentieren eine montane Kulturlandschaft von außergewöhnlichem universellen Wert. Sie ermöglichen die vollständige Darstellung der Geschichte und Entwicklung der grenzübergreifenden Region. Die Menschen in der Region sind sich der Bedeutung ihres montanhistorischen Erbes bewusst. Sie haben sich beiderseits der sächsisch-tschechischen Grenze zusammengeschlossen, um ihr gemeinsames Erbe zu erhalten und für die Zukunft zu bewahren.